Windows United. Ein Windows, eine Community. Herzlich willkommen zum Review des Lumia 950 XL. Was? Wir sind 6 Monate zu spät? Oh, na dann herzlich willkommen zum Review des Acer Liquid Jet Primo. Viel Spaß. Ein romantischer Wasserfall, Sonnenschein, die Vögel zwitschern und dazwischen ein riesiges Ungetüm an Paket mit einem Acer Liquid Jet Primo und der Docking Station. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits im September letzten Jahres auf der IFA und seitdem habe ich sehr gespannt auf das Acer Liquid Jet Primo gewartet. Mit einem 5,5 Zoll großen AMOLED Full HD Screen, einem Snapdragon 808 6-Kern Prozessor und 3 GB RAM ist es das erste wirkliche Flaggschiff außerhalb der Lumia Reihe. Mit 21 Megapixeln bietet das Acer Liquid Jet Primo sogar 1 Megapixel mehr als das Lumia 950 und 950 XL. Aber wir wissen, dass Megapixel nicht alles sind. Im Alltagsgebrauch kann das Acer Liquid Jet Primo jedenfalls überzeugen. Erwartungsgemäß arbeitet die üppige Hardware sehr gut mit Windows 10 Mobile zusammen. Hänge, Reboots, Fehlanzeige mit dem Acer Jet Primo. Man tanzt hier den sprichwörtlichen Kaiserwalzer. Und auch bei der Verarbeitung hat Acer ganze Arbeit geleistet. Das Polycarbonatgehäuse kommt im Unibody Design und alles macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Da das Acer Jet Primo ein waschechtes Flaggschiff ist, darf Continuum nicht fehlen. Acer verfolgt designtechnisch hier einen anderen Ansatz. Das Smartphone wird nicht auf den Tisch gelegt und an die Dockingstation angeschlossen, sondern senkrecht in sie hineingesteckt. Das sieht cooler aus, hat aber auch einige Nachteile. Ihr könnt euer Smartphone im Continuum-Betrieb nicht benutzen. Jedenfalls nicht so frei wie mit der Lumia Dockingstation. Glücklicherweise kann man das Jet Primo auch mit der Microsoft-Lösung verwenden. Andersherum geht es aufgrund der unterschiedlichen Baumaße nicht. Genügend Anschlüsse für Peripherie bieten beide Docks. Auch als klassisches Telefon taugt das Acer Jet Primo sehr gut. Es bietet zwar nicht 4 Mikrofone wie die Lumia-Flaggschiffe, meine Gesprächspartner und ich konnten einander aber zu jedem Zeitpunkt sehr gut verstehen. Für ein 5,5 Zoll großes Smartphone liegt das Acer Jet Primo extrem gut in der Hand. Und der Screen, Leute, der Screen ist wirklich unglaublich. Ich glaube, das ist bisher der beste Screen, den ich je in einem Windows-Smartphone erlebt habe. Wir sprechen bei Smartphones immer über Design und Specs, wie viel Power es hat, was für Spiele wir damit spielen können, Continuum. Aber für mich zählen auch die Details. Wenn ich 600 Euro für ein Handy ausgeben will, das dauernd zufettet und sich nicht gut anfühlt, dann ist was falsch. Und hier beim Acer muss man sagen, hier haben sie mit dem 2,5D-Screen echt sehr gute Arbeit geleistet. Der Finger gleitet so, ich möchte es fast schon an mein Gesicht halten, so weich, wie sich der Screen anfühlt. Und es entstehen eben nicht viele Fingerabdrücke. Selbst nach langer Bedienung sieht das Handy sauber aus und das finde ich extrem wichtig. Ziehen wir doch mal ein Zwischenfazit. Wir haben ein beeindruckendes Datenblatt, eine gute Realperformance, Continuum, Full HD Screen, der für eine super Akkulaufzeit sorgt. Der Screen haut mich weg. Rasen wir hier unaufhaltsam auf eine 10 zu? Das klingt alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Wo ist die Achillesferse des Acer Jet Primo? Ihr ahnt es schon. Es ist ausgerechnet die Kamera. Leider, leider ist das Acer Jet Primo mit seinen 21 Megapixeln nur ein Papiertiger. Nicht die Abbildungsqualität ist das Problem, sondern der langsame Autofokus. Bei jeder Bewegung pumpt sich der Autofokus einen Wolf und auch das Abspeichern der Bilder dauert lange. Ist das der Genickbruch für ein ansonsten sehr gutes Smartphone? Mein Fazit. Also wir haben jetzt ja schon einiges durch mit dem Acer Jet Primo und mir gefällt es im Prinzip richtig gut. Mit seinem 5,5 Zoll AMOLED Screen, sehr poppige Farben, gefällt mir wirklich gut. Das Problem mit der Kamera haben wir jetzt gesehen, der Autofokus stört etwas. Ich weiß nicht, ob das mit einem Firmware Update zu beheben ist. Ansonsten fühlt es sich sehr leicht an und hat auch eine sehr geschmeidige Oberfläche hier. Mit dem Acer Logo sieht es auch ganz schön aus, in Chrom gehalten, sieht nicht zu auffällig aus. Eher schlicht, elegant. Hier mit dem zarten Chromrahmen, der hier außen rum ist, finde ich ganz schön. An die Knöpfe musste ich mich etwas gewöhnen. Die sind für Lumia-Nutzer etwas deplatziert,
liegen etwas tiefer als normalerweise. Wir haben hier praktisch ein Dual-SIM, aber Hybrid. Das heißt, der zweite SIM-Slot kann entweder von einer SIM-Karte oder von einer Micro-SD belegt werden. Das heißt, da haben die Lumias die Nase vorn. Aber ansonsten ist es wirklich ein ganz schönes Gerät, das Acer Jade Primo. Und ich denke, wenn es etwas mit dem Preis runtergeht, dann haben wir hier eine gute Alternative zu den Lumias. Ich habe mal geguckt, damit kann man nicht mal telefonieren eigentlich, ja? SMS schreiben geht gerade so, aber wenn ich Snapchatten will, das geht nicht. Da gibt es Spectre, aber das braucht ja eigentlich auch keiner und davor brauchst du einen anderen Account. Und nee, also eigentlich geht das Acer gar nicht.